Wir kommen jetzt zu einer Podiumsdiskussion, bei der wir unter anderem mit ihm, Professor Dr. Stratmann, zum spannenden Thema Exzellenz in der Wissenschaft diskutieren möchten. Genau, deswegen bitten wir Sie, Professor Dr. Stratmann, erneut hier auf der Bühne, gemeinsam mit dem Rektor Professor Dr. Michael Hoch. Aber wir haben noch weitere Podiumsgäste, auf die wir uns sehr freuen. Professor Dr. Peter Scholze und Professor Dr. Katharina Stroppel, beide vom Hausdorff Center of Mathematics. Kommen Sie bitte einmal hoch. Genau. Herr Stratmann, eine großartige Rede, die eigentlich auch vieles wiedergibt, was wir hier an der Universität für richtig halten. Und ich fand es sehr toll und auch beeindruckend, welches Plädoyer Sie für die Grundlagenforschung auch dann gehalten haben. Denken Sie denn, dass in der jetzigen politischen Diskussion, wir haben jetzt die Bundestagswahl hinter uns, sind natürlich, die Situation ist durch die Pandemie auch nicht besser geworden. Wir werden wahrscheinlich Einschnitte haben. Es gibt viele neue Projekte, die sich wahrscheinlich die Ampelkoalition auch vornimmt. Denken Sie denn, dass die Grundlagenforschung in Deutschland ausreichend gefördert werden wird? Denn eins ist ja auch klar, ohne die Grundlagenforschung werden wir auch diese Transformation in der Gesellschaft, zum Beispiel im Energiesektor, nicht schaffen können. Wie schätzen Sie die Situation ein? Ja, es ist wahrscheinlich immer schwierig für die Politik, ganze Prognosen abzugeben, weil die Realität überholt einen manchmal schneller, als man erwartet. Aber mein Gefühl ist, dass im Prinzip die Grundlagenforschung parteiübergreifend als ein wichtiges Element der staatlichen Daseinsfürsorge anerkannt ist. Ich meine, die Parteiprogramme und auch die Koalitionsverhandlungen, die wir jetzt spüren, basieren immer noch auf dem Ziel, 3,5% unseres BIP in F&E zu investieren. Also an diesem Ziel wird festgehalten. Ich muss allerdings auch sagen, wenn ich mir die jetzigen Papiere so ansehe, die geschrieben wurden, die wenigen Seiten, dann spielt die Grundlagenforschung als solche keine zentrale Rolle. Es wird sehr viel von Innovation gesprochen, das ist das eine neue Thema, was kommt, und natürlich auch von den Folgen des Klimawandels. Ich denke, es wird unsere Aufgabe sein, nochmal sicherzustellen, dass wirklich Grundlagenforschung als das gesehen wird, was es ist, nämlich ein zentrales Element zur Lösung dieser Probleme. Aber wie ich eben schon gesagt habe, Grundlagenforschung ist keine Toolbox. Wir machen keine Tools nur, um Klimawandel zu arbeiten. Grundlagenforschung liefert grundlegende Erkenntnisse, die oft erst Jahrzehnte später in ihrer Bedeutung wirklich erkannt werden. Und ich denke, da werden wir alle in der Politik darauf hinarbeiten müssen, dass das auch so gesehen wird. Aber im Prinzip glaube ich, dass Deutschland insgesamt davon überzeugt ist, dass Grundlagenforschung wirklich wichtig ist für die Zukunft unseres Landes. Also ich denke, dass wir eigentlich in Deutschland mit dem Pakt für Forschung und Innovation gut aufgestellt sind, wobei ich mir gewünscht hätte, dass die Universitäten dort vielleicht ein bisschen stabiler finanziert worden wären, obwohl man an diesem Punkt sich vielleicht nicht beklagen sollte. Aber ich will vielleicht nochmal auch darauf hinweisen, es gibt ja auch eine ganze Reihe von konkurrierenden Initiativen, die jetzt gedacht werden, auch von der Politik, zum Beispiel die DINOVA, die Deutsche Transfergemeinschaft, die eben, wenn man sie wirklich jetzt auch in dem Moment etablieren wollte, natürlich sehr viel Geld ebenfalls braucht. Man spricht hier von 500 Millionen bis 1 Milliarde, also fast ein ähnliches Volumen, was wir auch für die Förderung der Grundlagen Wissenschaften eben auch bei der DFG und anderen Förderorganisationen ja in den Blick nehmen. Und das alles zu einer Zeit, in der wir eigentlich jetzt nicht die besten finanziellen Ressourcen haben. Denken Sie dann, dass diese Entwicklung hin zu einer Transfergemeinschaft, deutschen Transfergemeinschaft, tatsächlich jetzt auch in Angriff genommen wird? Und können wir das leisten parallel oder muss man sich das vielleicht sequenziell vorstellen? Ja, das ist nur ein Begriff, von dem ich nicht weiß, ob ich ihn wirklich total verstanden habe. Er taucht bei FDP-Parteiprogrammen auf, wenn ich das hier eine Runde mal sagen darf. Ich weiß nicht, ob er sich verbreitet hat über diesen Kreis hinaus. Aber dahinter steckt etwas, was ich eben versucht habe anzudeuten. Die Frage ist, gehen wir mit unserem Innovationsgeschehen wirklich klug um? Und ich glaube nicht so sehr, dass die Grundlagenforschung damit tangiert ist, sondern es ist mehr tangiert die Frage, wie geht man mit Förderprogrammen, Förderstrukturen des Bundesministeriums für Forschung und Technologie um. Und
die Aufgaben, vor denen wir stehen, das sind Aufgaben, die sind extrem langfristig. Also die Energiewende schafft man nicht in einer Legislatur, da braucht man wahrscheinlich auch 5 Legislaturen, bevor man weiterkommt. Und eine Frage, die in der Tat im Raum steht, die auch von mir selbst schon thematisiert wurde und vielen anderen, ist die Frage, braucht man nicht so etwas wie eine Innovationsagentur, die ähnlich wie die DFG für die Grundlagenforschung, für das Innovationsgeschehen mit hoher Professionalität und unabhängig von politischen Rahmenbedingungen wirklich arbeitet, also zielorientiert arbeitet. Ich nenne nur ein Beispiel, man will einen Quantencomputer bauen, was ja auch ein Ziel der Bundesregierung ist. Und die Umsetzung dieses Ziels überlässt man eben nicht dem Geschehen, wie es zurzeit passiert, sondern hat eben eine Innovationsagentur, die das ganz konkret angeht. Aber klar ist, dass diese Mittel nicht auf Kosten der Grundlagenforschung gehen dürfen. Sie müssten eigentlich zu einer Umverteilung der Mittel führen, die jetzt im Innovationsgeschehen, BMBF zum Beispiel, Projektmittel oder sowas, angedacht werden. Ansonsten wäre das desaströs. Ich hätte vielleicht noch eine Frage zur Exzellenzstrategie. Sie gestatten, dass ich das vielleicht die Frage stelle. Also wir haben ja jetzt die Situation, Sie haben auch darauf hingewiesen, dass wir 10 Universitäten und einen Verbund haben, also dann so 13 oder 14 Exzellenzuniversitäten, und es gibt 4 Plätze in der nächsten Runde noch zu vergeben, und es formieren sich jetzt immer mehr Verbünde, 2, 3 Universitäten, die zusammen auch Anträge stellen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hinterher mit 25 bis 30 Exzellenzuniversitäten enden, ist vielleicht dann doch gegeben. Ja? Die Frage ist das ein Konzept, was Sie befürworten würden, oder sind Sie da eher skeptisch, gerade wenn man vielleicht Ihren zweiten Gedanken nochmal in den Blick nimmt, dass die Zukunft vielleicht ja auch in der nächsten Phase der Exzellenzstrategie die Konzentration von universitären und außeruniversitären Institutionen an Forschungscampussen oder die, und Sie hatten einige Beispiele genannt, dass das vielleicht ja eigentlich das ist, was man bräuchte in Deutschland, und das kann man wahrscheinlich nicht unendlich, also oder nicht so oft auch durchführen. Ja? Wir haben zum Beispiel, denke ich mal, sehr gute Interaktionen auf der ABCDJ-Achse, also Jülich, Forschungszentrum Jülich, aber es sind nicht so viele Regionen in Deutschland, die tatsächlich auch dieses Potenzial haben. Wie denken Sie darüber? Ja, es ist für mich sehr schwer, von außen hier einen klugen Rat zu geben. Das ist auch ein bisschen ein Glatteis, auf das man sich dann ja schnell begibt. Ich möchte das versuchen, in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Zunächst mal war die Exzellenzinitiative über die letzten Jahre, ich meine 15 Jahre gibt sie, glaube ich, jetzt, ein großer Erfolg. Sie hat dazu geführt, dass die Universitäten sich mit sich selber beschäftigt haben. Sie hat dazu geführt, dass in den Universitäten ein enormer Aufbruch initiiert wurde. Selbst wenn man den Cluster nicht bekommen hat, was ich auch oft erlebt habe, hat es dazu geführt, dass sich viele zusammengetan haben, die auch jetzt noch zusammenarbeiten. Das war ein großer Erfolg. Auf der anderen Seite ist wie immer im Leben, wenn man das Gleiche mehrmals wiederholt, dann gibt es sowas wie einen grenzwertigen Nutzen. Das heißt, Sie werden nicht den gleichen Effekt erwarten können wie in den ersten Jahren. Das flacht ab im Grunde genommen, und man muss sich irgendwann fragen, will man immer so weitermachen wie bisher? In dem Sinne würde ich eigentlich raten, man muss sich jetzt mal Ziele definieren. Was ist eigentlich das Ziel? Und wenn man das Ziel im Auge hat, dann kann man auch ungefähr wissen, was denn die methodischen Ansätze sind, das Ziel zu erreichen. Wenn das Ziel wirklich sein sollte, mit den großen Forschungsuniversitäten, die übrigens jetzt in China ja auch entstehen, wirklich mitzuhalten, dann wissen wir eigentlich, dass das nur durch eine Differenzierung gelingt. Man kann nicht glauben, dass die Forschungslandschaft mit 30 Exzellenzuniversitäten und ich weiß nicht wie viele tausend Studenten und wie viele hunderten oder tausend Professoren, kriegt man dieses Ziel nicht hin. Die Differenzierung ist meines Erachtens ein Muss, und ich würde eigentlich erwarten, obwohl ich weiß, dass das sehr schwer ist, dass aus der universitären Welt mal eigene Vorstellungen entwickelt würden, wie man sich denn diese Zukunft vorstellen kann. Das ist wahnsinnig schwer, weil ich auch die HRK natürlich kenne und weiß, dass man alle vertreten muss und sich da eben sehr schwer mit dem Begriff Differenzierung tut. Einer meiner Lösungsvorschläge war, oder 2 Lösungsvorschläge habe ich hier vorgestellt. Das eine ist wirklich starke Campi, die dazu führen, dass die Universitäten vielleicht auch erkennen, sie können nicht auf allen Gebieten bei den zur Verfügung stehenden Mitteln internationale Spitze erreichen. Ich glaube, das ist ein Ziel, das ist unrealistisch. Dann wird man sich auf bestimmte Schwerpunkte konzentrieren und das gemeinsam auch mit Max Planck und anderen versuchen, dann zu der internationalen Sichtbarkeit zu kommen, die man braucht. Also das Cyber Valley wäre so ein Beispiel, oder auch hier die Mathematik. Und das Zweite sind die Schools, die ich eben erwähnt habe. Das ist eine andere Idee. Da ist die Idee dahinter, man akzeptiert die Verteiltheit der Exzellenz in Deutschland. Die Exzellenz gibt es ja. Ich meine, die Deutschen sind nicht weniger exzellent als andere, nur sind sie nicht an 3 Standorten, 2 Universitäten fokussiert.
Sie sind verteilt über viele Universitäten und die Idee ist eigentlich, lass uns doch mal diese verteilte Exzellenz wirklich in Schools bündeln, die das klare Ziel haben, mit Harvard und Stanford mitzukommen. Und da habe ich festgestellt, das klappt besser als gedacht. Meine Sorge war übrigens am Anfang, das klappt nicht wegen der Verteiltheit. Wir leben ja alle von dem Door-to-Door-Prinzip. Aber ich habe jetzt festgestellt, dass eigentlich durch die sozialen Netze, die wir haben, durch die Kommunikationsmöglichkeiten, die wir haben, das eigentlich erstaunlich gut funktioniert hat. Viel besser, als ich gedacht habe. Ich glaube, wir müssen auch begreifen, dass die Welt, in der wir leben, sich total verändert hat. Die Kommunikationswelt sich total verändert hat. Und dann stellt sich mir die Frage, und das wäre auch mein Rat an meinen universitären Kollegen, sollten wir das denn nicht nutzen, um vielleicht in Deutschland mit der eigenen Struktur, die Deutschland hat, die nicht eine Kopie des US-amerikanischen Systems ist und auch nie sein wird, kann man denn nicht in dieser Struktur zu eigenen Lösungsvorschlägen kommen, die auch moderne Technologien nutzen, auch Kommunikationstechnologien nutzen, aber eine eigene Antwort liefern auf das Problem, wie differenziert man sich, als man das in den USA tut, wo man sagen kann, es gibt halt Universität 1, 2, 3, aber da müsste man in Deutschland ehrlich sein, da gäbe es nur 2 oder 3, die auf dem Niveau von Cambridge oder Oxford existieren könnten. Und wir würden einen gesamten Kahlschlag, sage ich mal, in der deutschen Universitätslandschaft hervorrufen, von dem ich nicht glaube, dass das politisch wirklich gewollt ist und vielleicht auch für das Land nicht gut ist. Danke. Vielen Dank für diese sehr spannende Diskussion. Das war ja schon mal ein sehr guter Start in unser Panel und wir wollen jetzt auch direkt weitermachen. Ich freue mich, dass Sie hier bei uns sind, Professor Dr. Peter Scholze, herzlich willkommen. in unserer Diskussion geht es um Exzellenz in der Wissenschaft und schaut man sich Ihren Lebenslauf an, würde ich sagen, findet man ganz schön viel Exzellenz. Wir haben es, glaube ich, alle mitbekommen. Das beste Beispiel ist natürlich, dass Ihnen 2018 die Fields-Medaille verliehen wurde, also die höchste Auszeichnung in der Mathematik. Und darauf bezieht sich auch direkt meine erste Frage, nämlich es ist jetzt ja schon 3 Jahre her, dass Ihnen die Fields-Medaille verliehen wurde. Was hat sich seitdem in Ihrem Leben verändert? Gute Frage. Zum Glück ist mein normales Leben einfach normal weitergegangen. ich hatte tatsächlich, als die Verleihung anstand, schon ein bisschen Angst vor der großen öffentlichen Aufmerksamkeit, die auch auf einen zukommt. Aber sie verfliegt dann auch schnell wieder. danach war ja auch gerade direkt danach eigentlich die Uni Bonn in der Exzellenzinitiative so erfolgreich, dass danach vielleicht die ganze Universität halt so in den Fokus kam. Ja. Hat mich auch sehr gefreut. Und und wissenschaftlich, meine ich wollte unbedingt einfach weiter forschen eigentlich und genau das habe ich auch getan. Also irgendwie kurz nachdem ich die Medaille gekriegt hatte, kam auch ein neuer Postdoc nach Bonn und dann haben wir zusammen diskutiert und sind auf ganz neue Ideen gekommen und es ging insofern auch wissenschaftlich sehr gut weiter. Aber das klingt doch gut, das ist doch eigentlich ein schönes Zeichen, dass es trotzdem relativ normal weiterging. Genau. aber es sind natürlich trotzdem sehr, sehr beeindruckende Errungenschaften, die Sie da in so jungem Alter erreicht haben. Ich habe da aber nochmal nachgelesen und war da ganz überrascht, wenn man sich die Regularien der Fields-Medaille anschaut, ist es tatsächlich so, dass sie nur an MathematikerInnen bis zum 40. Lebensjahr verliehen werden darf. Können Sie uns kurz erklären, wieso das so ist? Dazu müssen Sie die Leute aus der Internationalen Mathematikervereinigung vor 100 Jahren fragen. Die haben sich, glaube ich, damals vor 100 Jahren gedacht, das ist ganz schön, so einen Preis für junge Wissenschaftler zu schaffen. Und ich glaube, der war ursprünglich überhaupt nicht so gedacht. Also heutzutage gilt er ja so ein bisschen als der Nobelpreis der Mathematik. Das war, glaube ich, ursprünglich überhaupt nicht so gedacht. Und hat sich nur irgendwann in den 60ern oder so, hat er plötzlich diese Interpretation gekriegt, weil es halt keinen Nobelpreis in der Mathematik gibt und irgendwie bestand dann irgendwie ein öffentliches Verlangen danach, dass es irgendwie den Preis in der Mathematik geben muss und irgendwie wollte dann irgendwann das die Fields-Medaille, aber eigentlich ist es mehr ein Preis für halt junge Mathematiker von der Idee her gewesen. Also Sie würden sagen, es gibt trotzdem noch eine kreative Phase nach dem 40. Lebensjahr. Es gibt definitiv noch eine kreative Phase. Es wird kreativ weitergehen. Es gibt viele Mathematiker, die auch ihre ganz großen Durchbrüche erst nach dem 40. Lebensjahr hatten. Also es ist mehr so ein historisches Kuriosum, dass irgendwie dieser Preis nur an unter 40-Jährige vergeben wird. Ja, aber es ist sehr spannend zu hören, wie sich das wohl so ergeben hat. Auf jeden Fall gibt es ja bestimmt noch sehr viele offene Fragen in der Mathematik, mit denen sich viele Mathematiker und Mathematikerinnen beschäftigen sollen. Was würden Sie denn jetzt sagen, wenn wir in die Zukunft gucken, was sind so die großen offenen Fragen für die Zukunft der Mathematik? Ach, da gibt es viel.
So ein bisschen prominent, wenn man da guckt, sind so irgendwie um das Jahr 2000 rum wurden sogenannte Millennium-Probleme ausgegeben. Das sind 7 Fragestellungen. Da gibt es ganz verschiedene Dinge, auch irgendwie die Stabilität in der Strömungsmechanik, ist ein bisschen ein angewandteres Problem, oder in der theoretischen Informatik, das sogenannte P gleich NP-Problem. Aber es gibt auch in der wirklich ganz reinen abstrakten Mathematik gibt es da einige Fragestellungen, die jetzt, also die bekannteste vielleicht die Riemann-Hypothese, und die wurde schon 1900 hat Hilbert die auf dem Mathematikerkongress als eines seiner 23 Probleme vorgestellt. Und von diesen 23 Problemen wurden dann über die 100 Jahre die meisten gelöst, aber die Riemann-Hypothese ist so offen, wie sie damals war. Und ja, also so in dieser Weise gibt es viele, viele, viele Fragen der Mathematik, die eigentlich ganz elementar sind. Es geht nur um die ganzen Zahlen, aber wo wir seit vielen, vielen Jahren halt eigentlich kaum wesentliche Fortschritte gemacht haben. Das klingt ja spannend. Dann haben wir auf jeden Fall noch was zu tun in der Zukunft. Wie sieht es aus? Meine letzte Frage bezieht sich auf Digitalisierung im Bereich der Mathematik. Wir haben ja jetzt gerade in Zeiten der Pandemie viel, viel Digitales erlebt. Was machen Sie da, was merken Sie da im mathematischen Bereich? Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also ich selbst, für mich spielt zum Beispiel der Computer eigentlich nur die Rolle einer Schreibmaschine. Also ich benutze ihn, um E-Mails zu schreiben und meine Arbeiten aufzuschreiben, aber ansonsten, ich benutze ihn nicht als Rechner eigentlich. Also es gibt Kollegen, die wirklich auch komplizierte Rechnungen durchführen. Ich arbeite eigentlich wirklich nur mit Stift und Papier und Tafel und so. bin ja sehr genügsam. aber es ist eigentlich ganz spannend. Also genau, ich rechne in meiner Forschung nicht, sondern ich versuche Beweise zu führen, also irgendwie ganz strukturell abstrakte Probleme anzugehen. Und ganz lange war da der Computer eigentlich keine Hilfe, aber gerade ganz aktuell schaffen es Computer wirklich auch Beweise, wie sie in der aktuellen Forschung vorkommen, zu formalisieren. Also wirklich alle Beweisschritte ganz exakt nachzuprüfen, dass eins wirklich aus dem anderen folgt. Das war bis vor kurzem halt noch für eher einfache Fragestellungen möglich, aber inzwischen scheint es möglich zu sein, das wirklich bis in die aktuelle Forschung hinein Beweise nachzuprüfen. Und es gibt da jetzt auch Teams wie bei Google, die jetzt halt Schach und Go spielen können, die jetzt auch versuchen wollen, ob sie nicht auch mathematische Beweise führen können. Und es ist noch völlig unklar, was da passieren wird, aber das ist eine Richtung, das wäre echt ganz spannend, was da in Zukunft passiert. Ja, das klingt wirklich spannend. Wir sind alle sehr gespannt, würde ich sagen. Und ich danke Ihnen, dass Sie bei uns waren. Wünsche Ihnen für Ihre Zukunft natürlich auch alles Gute. Vielleicht, dass sich gar nicht so viel verändert. Und würde das Wort weitergeben. Genau, wir bleiben natürlich bei Exzellenz in der Wissenschaft und sprechen jetzt über das Exzellenzcluster im Bereich Mathematik an der Universität Bonn. Und das ist das Hausdorff Center for Mathematics. Mit dem spreche ich jetzt mit Professor Dr. Katharina Stoppel. Hallo. 2006 wurde das Hausdorff Center for Mathematics gegründet, zweimal verlängert, zuletzt 2018 für 7 weitere Jahre. Und ich persönlich studiere nicht Mathematik und habe leider auch nicht so viele Freunde oder Freunde, die Mathematik studieren. Deswegen habe ich mich ein bisschen über das HCM-Cluster informiert. Und die Zielsetzung des Clusters lautet: Das Cluster möchte entscheidend dazu beitragen, die mathematischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu identifizieren und zu bewältigen. Da habe ich mich direkt gefragt, was sind denn das für Herausforderungen und wurden die schon identifiziert? Also es ist ein langer Weg, diese Sachen zu identifizieren. Ich glaube, wir haben es noch nicht geschafft, aber wir sind dabei, das zu tun. Also das Erste, was mich selber fasziniert hat und ein Grund, warum ich auch nach Bonn gekommen bin, ist eben das neue Exzellenzcluster, was die gesamte Breite der Mathematik abdeckt. Also es ist nicht einfach reine Mathematik, wie ich das aus Großbritannien, wo ich damals war, sozusagen erlebt hatte. Und dann die angewandte Mathematik ist in einem ganz anderen Ort oder einem ganz anderen Institut, sondern es ist die gesamte Breite der Mathematik. Und ich denke, wir können viele Probleme zum Teil nur lösen, wenn wir eben von der reinen Mathematik über die sogenannte angewandte Mathematik bis wirklich umsetzbare Mathematik zusammensitzen und zusammenkommen und andererseits aber gleichzeitig in die Tiefe gehen. Also jetzt Peter Scholze ist, glaube ich, der auf der reinen Seite sehr extrem tief, nicht so breit, dass er mit den Numerikern diskutieren würde, freiwillig unbedingt. Aber sozusagen die gesamte Breite und Tiefe, das ist sozusagen das, was wichtig ist. Und dann fallen die Probleme einfach klar auf den Tisch und
Wir versuchen sie zu lösen. Okay, wo würden Sie denn sagen, wo steht das Exzellenzcluster in der Mathematik denn heute? Beziehungsweise würde es denn in der Zukunft noch weitere Förderung brauchen? Oder was denken Sie? Okay, also vielleicht nochmal zum Rückblick. Sie hatten es gesagt, es wurde 2007 zum ersten Mal beantragt. Dort war irgendwie die Idee, wir haben ein Zentrum für Mathematik sichtbar in Deutschland. Das ist jetzt ganz anders. Also wir haben viele Säulen aufgebaut, und zwar von sozusagen Unterstützung von Studierenden bis einer graduierten Schule, bis einem Programm von den sogenannten Bond Junior Fellows, die sozusagen W2-Stellen sind, wo wir international berufen, bis Berufung auf internationalem Level. Und wir wollen jetzt konkurrieren international. Das kam jetzt auch schon vorher in der Diskussion öfters an. Das heißt, wir versuchen jetzt wirklich mit USA Top-Universitäten zu konkurrieren. Und das ist anders, als es am Anfang des Exzellenzclusters war. Und das sind auch ganz andere Herausforderungen. Und Sie können sich vorstellen, wenn man international konkurriert, braucht man finanzielle Förderung natürlich. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, das ist jetzt zu Ende, wir haben jetzt alles geschafft, was wir schaffen wollen, sondern wir müssen uns weiterentwickeln. Und ich denke, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir uns international behaupten müssen. Also nicht mehr nur sichtbar sein sollten, sondern behaupten müssen. Okay, eine Sache, über die ich auch noch mit Ihnen sprechen wollte, war Förderung, also Förderung von Nachwuchs, aber auch eine Sache in Bezug auf Geschlechter. Wie würden Sie denn denken könnten oder sollten wir oder könnten wir Mathematik an der Universität Bonn für Frauen denn noch ein bisschen attraktiver machen? Wir haben vorhin schon kurz gesprochen, haben gesehen, dass quasi der Anteil der Frauen an der Uni Bonn nicht so hoch ist. Wie könnte man das ändern? Ja, also das Erste ist sicherlich, Frauen zu rekrutieren, und zwar in einer guten Weise zu rekrutieren. Also wir selber versuchen das in der Mathematik im Hausdorff-Zentrum, indem wir proaktiv wirklich vor der Ausschreibung schon Frauen ansprechen, gute Frauen versuchen aufzufordern, sich zu bewerben. Das hat jetzt öfters relativ gut geklappt. Also gerade vor kurzem hatten wir eine hervorragende Berufung jetzt unter Dach und Fach gebracht, wo wir alle glücklich sind, denke ich. Und dabei fällt mir persönlich auch auf, dass das Two-Body-Problem, denke ich, sehr wichtig ist. Und zwar das Two-Body-Problem auch auf der Sicht, dass auch die Männer manchmal den Frauen hinterherziehen müssen oder sollen. Und ich glaube, das ist noch schwieriger als andersrum und wird im Moment, glaube ich, einfach nicht beachtet. Also oft wird sozusagen für die Frauen relativ schnell was geschaffen oder Unterstützung sozusagen bereitgestellt, die sozusagen als Second Body mitkommen sollen, aber für die Männer ist das, glaube ich, noch nicht so ganz gut entwickelt. Was würden Sie denn, ne, jetzt haben ganz viele Erstsemester, weibliche Erstsemesterinnen angefangen in der Mathematik, was würden Sie denen denn auf den Weg geben für einen Tipp für die Karriere in der Mathematik? Haben Sie da was? Ja, also erstens würde ich Ihnen mitgeben, wie allen Studierenden, dass es hart wird, aber Sie sollen sich nicht entmutigen lassen. Und insbesondere ist die Mathematik gut dabei, dass man auch den anderen sagen kann, sie haben einfach nicht recht, und das einfach offen diskutieren. Ein zentrales Ziel vom HCM ist die Förderung von wissenschaftlichem Nachwuchs. Ich habe es gerade eben schon angesprochen. Was macht denn für Sie gute Nachwuchsförderung aus? Was würden Sie denn da sagen? Oder wie kann sie gelingen? Also ich finde es wichtig, dass man wirklich Kontakt hat zu den Studierenden, und zwar als Forscher. Also nicht nur als Lehrender oder Lehrende, sondern als Forscher und Forscherin, dass man wirklich die Leute, egal auf welchem Niveau sie sind, an interessante Fragen ranbringt, wo sie dann auch selbstständig agieren können, selbstständig ausprobieren können und eben persönlichen Kontakt hat. Also ich denke, in der Mathematik ist es sehr oft der Fall, dass wir viel Kontakt haben, wir betreuen sehr eng, und ich denke, das ist eines der wichtigen Sachen, und dass wir auch die Studierenden zur Selbstständigkeit erziehen oder sozusagen hinführen. Das ist, glaube ich, heutzutage noch wichtiger als früher, weil wir viele Veranstaltungen anbieten, es gibt viele Programme, es gibt viele Geldgeber, die die Schulen bezahlen und so weiter. Aber die sozusagen Erziehung zur Selbstständigkeit bleibt dabei manchmal auf der Strecke. Alles klar. Vielen Dank, Professor Dr. Stoppel, für das Gespräch, und auch vielen Dank an Professor Dr. Scholze und Professor Dr. Stratmann. Tschüss.
Applaus